Malop Kiin Ichabel aus Samar, Yucatan, Mexiko. Samar auf Deutsch bedeutet übersetzt Sonnenaufgang. Samar ist die einzige Maya-Stadt direkt am Meer und ihre idyllische Lage verrät in der Stille einiges über die Menschen, die hier gelebt haben. Dieser Strand wurde Zeuge einer kaum bekannten Geschichte. Die Geschichte über die erste Begegnung zwischen den Mayas und den Menschen aus dem Westen. Aber später mehr darüber. Samar ist eine relativ junge Maya-Stadt und wurde ungefähr zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert nach Christus errichtet. Im Laufe der Zeit wurde Samar umbenannt und heutzutage trägt der Name von Tulum. Tulum wird von hohen und breiten Mauern umringt und deswegen der Name. Tulum ist das Maya-Wort für Mauer. Die Idee von den Maya-Architekten und das Volk von Tulum war, eine geordnete und gleichzeitig eine utopische Stadt zu bauen, anstatt für die Sonne, für das Meer, für den Wind und für Kukulkan. Die Idee, anstatt zu errichten, wo Menschen diese Energien zusammenleben können. Die Mayas verstanden sie sich erstmal als Händler und haben Kanäle für ihre Handelsrouten errichtet, wo keine Flüsse gab. Und viele dieser Maya-Kanäle sind durch Hurrikans verloren gegangen. Einige Maya-Städte waren und sind Seevölker und haben eine starke Verbindung zu den Ozeanen. Sie verstehen die Meere als eine Art heilende Kraft und hatten eine heilige Verbindung mit ihr. Das Meer wird als eine Dualität verstanden, wo das Leben beginnt und es auch endet. Plötzlich endete die Ruhe auf den Karibik und wurde geplagt von Warnsignalen. Neue Menschen sind auf diverse Inseln angekommen. Aus diesem Grund beschließen einige Mayas im Jahr 1509 eine kleine Erkundungsspedition zu entsenden. Die geplante Route war von Yucatan zu den heutigen Kuba. Und auf die kubanische Küste trafen diese Mayas auf den jüngeren Brüder von Christopher Columbus, Bartolomé Columbus, der ebenfalls auf einer Expedition war. 2 Jahre ohne Kontakt zwischen Mayas und Spaniern vergingen, bis im Jahr 1511 in der Nähe von Tulum eine kleine spanische Spedition gestrandet ist. Man weiß nicht genau, wie lange die Spanier am Ufer geblieben sind, was aber mit Sicherheit wissen, dass allesamt gefangen und versklavt wurden. Die meisten spanischen Sklaven sind entweder durch Krankheiten, gefährliche Tiere oder Rituale ums Leben gekommen. Dennoch, aus einem rätselhaften Grund, haben 2 Spanier die jahrelange Versklavung überlebt. Die beiden waren einen Soldat namens Gonzalo Guerrero und einen Ordensbruder namens Jerónimo de Aguilar. Ein Soldat und ein Kleriker. Beide hätten nie erahnen können, dass sie wie das Meer eine Dualität bilden werden. Einer der beiden wird seine neue Welt in Gang setzen und der andere wird seinen Teil dazu beitragen, diese bestehende Welt zu vernichten. Wie man sieht, Tulum war, ist und wird weit mehr als nur eine Stadt am Meer, wo die Sonne aufgeht sein. Diesen Ort zu betreten, seine Wasserunterwelten zu erkunden, ist eine Art Einladung, die Vergangenheit, Gegenwart zu begegnen und anschließend sich selbst. In diesem Sinne, Chiik Tech Uts, soll euch von Herzen gut gehen. Ciao.